Und jetzt? Sonst noch jemand Nähe des Absetzpunktes SF1-Landezone? Also mir ist das Game gerade abgeschmiert, ich pack's dann, das macht mich nicht mehr an. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis Samstag, ciao. Ciao. Ja. Hinten ist einer. Oh, keine Ahnung. Heckmann oder Leo? Also ich habe hier immer aus Spaß gerade den Befehl Disembark, also aussteigen gegeben. Funktioniert aber nicht, oder? Nee, ist ja Spieler, muss er selber machen. Aber bei dem einen hat es irgendwie funktioniert, aber das eine ist ja Wolf. Nee, Pac-Man. Ja. Wolf ist ja auch noch ein Team. Hat jetzt echt eine aussteigen gemacht, oder? Das ist sowas mit sich Special Force, ey. Setzen wir uns schon mal hin. Grinsekatze an der Landezone. Noch jemand? Wieso höre ich ihn eigentlich die ganze Zeit? Weil er funkt. Ja, aber wieso kommt er auf großem? Weil er Medic ist. Ja, aber wird zum SF1-Team oder so. Eine Information, die ich gar nicht habe. Ich verwehre mich total. Tu was, Tello. Danke. Bitte. Wo bleibt Pac-Man? Der müsste ein bisschen östlich von uns sein. Was ist das jetzt eigentlich für eine Linie? Keine Ahnung, am Ende steht Möhre. Echt jetzt? Ja, am nördlichen Ende steht Möhre. Warte, ich klicke ihn mal kurz an im Editor. Da ist Möhre. Das ist also die Anfanglinie, die hier laufen soll. Also, na, ja. Ja, mach mal einen Spaß und mach mal Pac-Man. Ich will mal wissen, wo er gelandet ist. Ja, der ist irgendwo östlich von uns. Jetzt ist er südöstlich von uns. Ah, okay. Vorher war er nordöstlich. Mal gucken, ob Pac-Man, hier. Hörst du mich? Habt ihr Kanal schon gewechselt? Also ich hab keine Ahnung, was es gegeben. Wüsste nicht. Versuch's eben nochmal. Pac-Man? Der dürfte schon unten sein. Hat ihn einen unterwegs hingesehen? Also er ist am Boden. Und steht da und tut nix. Und ist anscheinend verletzt oder so ähnlich, keine Ahnung. Jetzt hat er sich hingehockt. Ich würde jetzt erstmal warten, ich würde einfach mal abwarten. Mal gucken, ob er zu uns findet. Jetzt läuft er los. Die Richtung sieht gut aus, er kommt. Und also zwar aus Südosten. Also wenn einer aus dem Wald rauskommt, er schießt ihn. Da kommt er. Richtung 160, da. Na, guten Tag. Guten Tag. Ja, ich habe das noch nie gemacht, so ist ein bisschen in die Hose gegangen. Ja, näher als Möhre.
Dann okay, Mila, dann sind wir vollständig. Oh, fuck, that hurts. Das war die falsche Taste. Du bist verletzt. Dann sag ich mal und dann drücken wir Richtung Süden vor. Nee, appears to be fine. Keine Ahnung. Okay, Mila, dein Go. Dann kommt. Kaiser, als letztes Team aus Kutteiger. Ach ja, lass uns mal auf Kanal 2 gehen beim Kleinen. Genau. Also nur zur Info, Leon ist der Medic, ne? Jo. Hey, Test, Test, hört ihr mich? Ja. Gut. Ich hab dich nicht gehört, aber okay. Leon als drittes laufen. Pac-Man läuft dann hinter mir. Funktest. Hey, klappt nicht. Check. Okay. Hey, die beiden auch noch. Check, check. Ja, es klappt nicht bei mir. Ja, Funkgerät ausführen. Mit Steuerung Shift X und auf das Häkchen nach 2 schalten. Da hab ich. Ein Funk mal. Tu ich ja. Shit. Kommt nix an, gell? Nee, dann lass es aber. Funk nochmal. Was? Hallo, hallo, 1 zu 1. Oh, Pac-Man, du hast Version 1.3.10 von AZE. Wir benutzen 1.38 momentan. Wir sind ja wieder zurückgegangen wegen den Problemen. Du. Mila, weiter. Ja, was weiß ich, keine Ahnung. Ja, nee, hab ich gemerkt, keine Ahnung. Ja. Cool. Wundert mich, dass es nur so wenig Probleme gab. Keine Pause. Jetzt schon. So, jetzt kommen wir weiter. Jo, ich hab das kurz im Respawn ausgemacht. Da bin ich wieder. FS2 an FS1, kommen. Er hatte gerade geantwortet.
Hallo? Kann man ja nicht an. Es ist ein Achso. Status, wir sind im Zielgebiet etwa 100 Meter entfernt. Wie sieht's bei euch aus? Ich sehe da Kontakt auf der Straße. Ja, dunkler Wald, so sieht's aus. Seht ihr das auch? Melden wir uns in drei Minuten zurück. Trocken zurücklaufen. In Deckung gehen, hinter dem Wald. Leon? Leon, zurückziehen. Ich bin in den Bäumen verstecken hier. Auf der rechten Seite jetzt von mir. Wir befinden uns genau südöstlich von euch. Sind ebenfalls 100 Meter vom Ziel entfernt. Shit. Verstanden. Uns bewegt sich gerade eine Patrouille auf der Straße hinzu. Marker von unserer Position wurde gerade markiert. Wie sieht's bei euch? Habt ihr schon Kontakte? Wie kommt ihr weit ran? Hat er gerade gefunkt? Nö. Also du hast gefunkt, aber er nicht. Ja. Leon, kommst du noch weiter rein? Ein bisschen offen. Nach hinten soll ich gehen, oder was? Erstens das, und zweitens hinterm Baum, bitte. So, dass du dich auf alle Fälle nicht sehen kann. Ihr habt gesehen, ne? Die laufen jetzt, da hoch, ne? Also die sind die von der Straße jetzt weg. Einer läuft uns entgegen, hinten rum. Also praktisch 140 müsste einer gleich rauskommen. Scheiße, ist sicher. Also wenn ihr geschaltete Waffen dabei habt, holt sie jetzt raus, bitte, wenn sie uns näher kommen. Ich. Diejenigen, die keine haben, sollten sich dann gut verstecken. Berliner, Status? Kommt ihr näher ran, ohne entdeckt zu bleiben? Schwer zu sagen, ich sehe bei euch eine Patrouille bei euch rumgammeln. Seht ihr die auch? Positiv, haben wir schon entdeckt und sind im Tarnmodus. Warten ab, was sie ihren Status. Wir befinden uns genau an der T-Kreuzung an der Mine. Shit. Ich würde sagen, wir ziehen das Feuer auf uns und ihr macht sie dann von hinten platt. Hat von euch einer Schalldämpfwaffen noch mit? Hallo? Negativ. Negativ? Leon? Pac-Man? Ich höre dich nicht. Negativ. Ja, sagen wir, was er gesagt. Schallgedämpft. Ob du Schallgedämpft hast. Nein, negativ. Ja, verstanden. Ich guck mal die Situation ab, ob wir vielleicht leise durchkommen, sonst wären Ablenkungsmittel verbot. Habt ihr denn leise Waffen bei? Positiv, nur ich. Nein, weil das gar nicht gesagt wurde, dass wir leise sein sollen. Hauptquartier, es hat auch keiner behauptet, dass sie leise sein müsst. Aber ihr habt ja alle die Möglichkeit, eure Waffe und Schalldämpfer draufzuschrauben. Nein, ich nicht. Weil es von M27 keine Schalldämpferversion gibt. Ja, aber die anderen beiden vielleicht, ich weiß nicht, was wir haben. Außerdem sehe ich die Einheiten nicht mehr. Keine Ahnung, wo die sind. FF211, wisst ihr noch, wo die Einheiten sind? Ich hab sie aus dem Sichtfeld verloren. Shit. Was?
SS1, bitte Meldung wiederholen. Wir suchen gerade noch ab. Ganz schön düster jetzt. Müllrad Miller, bitte kommen. SS2 hört. Die sind, du hast auch auf der Karte, siehst du noch zwei Eingänge, die zu der Mine führen, korrekt? Hat den einer zu Ende gehört? Also ja, zwei Eingänge zur Mine, korrekt? Da sind die Reihen wieder. Die sind kurz raus, haben sich umgeguckt und sind wieder in die Minenpart reingegangen. Ja, die sind wieder drinnen, anscheinend. Ja gut, dann wir wieder folgen. Also die sind rausgegangen und wieder reingegangen. Ja, wir wieder folgen. Also FS1, sie werden jetzt weiter vorrücken und werden dann gucken, wer am wenigsten voran kann und dementsprechend wird dann derjenige dann ablenken. Meda, wo bist du? Ich hab Sichtkontakt mit euch. Meda? Ich gehe einfach mal davon aus, du weißt, wo Meda ist. Pac-Man? Ja. Wo ist Meda? Was ist los? Letztes Mal, das ist der vor mir. Gut, 30 Meter. Mal ein bisschen langsamer machen. Mila, mal ein bisschen langsamer. Okay, wir sind da. FS2 und FS1, wir dringen jetzt in den Komplex rein. Ausrichtung. Wir haben zwei Patrouillen hier bei uns auf der Hauptstraße. Von den Bergen, die da sind. Mila, stopp. Silo, 160 Grad. Oben. Also nicht ganz oben, aber auf den zwei Ebenen jeweils Infanteristen. Ja. Mindestens 7 Mann. Auf der ersten Ebene 2, oben sich einen. Ne, es sind auch 2. Und laufen jetzt wieder Richtung Süden, die Straße Richtung Süden. Siehst du die? Ja, okay. Ja, jetzt ich sie, okay. Auf beiden Ebenen jeweils 2. Jetzt blöd, dass ich der einzige mit Schalldämpfer bin. FS2 an FS1. Wir haben am südlichen Silo 4 Einheiten in unsere Richtung. Auf jeweils 2 auf jeweils die Etage. Ich messe mal kurz die Entfernung. In der Komplex auf der Straße befinden sich auch noch ungefähr 5 Einheiten bewegend. Also, das sind 170 Meter von hier aus. Wir haben 7 Mann auf der Straße gesichtet, sind jetzt außerhalb unseres Sichtfeldes, östlich des Komplexes, Richtung Süden. Also, Mine 170 auf den Etagen. Ja. Also ich würde mich die um auf den Etagen kümmern, nachdem ich einen RCO habe. Die untersten oder die obersten? Hä? Unten oder oben? Ist mir egal. Ist auch egal. Ich habe einen guten Wind. Schussposition ist ja allemal gut. Ja, ich verstecke mich jetzt mal hier hinter dem Baum, dann sehe ich die unteren besser. Also ich habe die unten gut im Blick. Unten auf der Straße Richtung 110 ist gerade eine Infanterie vorbei. Es ist ein Status, seid ihr in den Komplex schon drin? Negativ, wir haben hier einen leichten Anstieg und können daher nur langsam vorankommen. Eine weitere Einheit. Starten.
Ja, wir bleiben auf Stellung, weil wir ja schlecht vorkommen, weil wir dann im Sichtfeld laufen. Wir würden dann dementsprechend FS1 erstmal Rückendeckung bieten. Dementsprechend, dass wir ihnen eigentlich alles wegkommen, was sich da oben bewegt. Mila, nimmst du dir dann die oberen? Gut. Ansonsten sehe ich von meiner Position aus keine. Ich habe mich auch so bewegt, dass ich die von unten nicht sehe und mich auch nicht beschießen kann. Ja, der eine steht eh ziemlich an der Ecke von einem anderen Gebäude. Der wird fast verdeckt. Auf den werde ich auch als erstes schießen. Ja, das sind sogar zwei. Ja, es sind oben zwei und unten zwei. Einer links, einer rechts, oben und unten stehen sie ziemlich nebeneinander. Ja, unten sind aber vier, du. Ja, insgesamt sind es vier, ja. Nein, eine unteren Ebene, wo du hinschießt, das sind vier. Oh, stimmt. Das sind siamesische Zwillinge, meinst du? So komische Doppelungseffekte. Scheiße, echt? Und wie die Rechten über den Kopf schütteln. Geh weg. Geh doch mal weg. Echt, ey, wo, erst wo du das sagst, fällt mir das auf, ey. Was nicht zehnfach so hingucke? Ja, ich hab nur ein RCO. Ja, ich ja auch, oder? Nee, ich glaube, das ist sechsfach Zoom bis zu zehnfach Zoom, oder? Nee, sechs bis acht, ich weiß das nicht genau. Scheiße, muss ich ja doppelt drauf halten. Nicht unbedingt. Soll ich dann unten nehmen? Nee, nee, passt schon. Ich mach das. Weil eigentlich mal, ich weiß nicht. Eigentlich müsste ein Schuss durchgehen. Naja, eigentlich. Ich werde trotzdem etwas mehr auf den einen schießen. Oder auf, ja, auf den linken schießen, damit die hier sicher weg sind, weil die ja halt verdeckt sind. Scheiße, echt. Aber das muss ich mir jetzt kurz im Spectator-Modus anschauen. Alter Schwede, die laufen gerade 10 Meter hinter deinen Fersen vorbei. Boah, und die bleiben jetzt da gerade stehen. So, SF1 liegt jetzt direkt am östlichen Eingang und hat gute Sicht hinein. Können drei, vier Mann sehen, die da drinnen Patrouille laufen. Lol. Die stehen echt punktgenau auf dem gleichen, also der rechte, die stehen doppelt an der Ecke und die linken, die stehen beide da, wo die Leiter ist. Und die stehen auf dem. Ey! Habt ihr das Feuer eröffnet? Okay, dann Feuer frei, Männer. Warte, das ist jetzt keiner gesagt, ich war gerade im Spectator-Modus. Oh, hinter uns rechts. Fuck. Schaut den Mann!
Oh, aber tot. Ihr habt zuerst geschossen. Ich hab sie nicht gesehen. Also ich war. Die sind genau gesehen. Hinter ihm. Ja, jagst ihn wieder. Der letzte Überlebende. Ist auch der tollkühne Medic hier. Boah, das war gestanden! Ich hab mich zweimal umgeguckt. Ich mach jetzt meine Hochschüsse. Ich hab selber so bewusstlos. Nein. Schon war bewusstlos. Ja, jetzt. Auch schon alles auf los. Hier. Das ist nicht. Nein. Gibt es eine? Ja. Aber, ich hab zwar gehört, dass er einen Punkt hat, aber ich war bewusstlos. Ich muss das Feuer eröffnen. Getroffen war der richtige Punkt. Ich habe mich dann nachgesucht sein, habe ich noch gefunkt zu mehreren Moment, ich bin sofort bei dir, ich muss mich nur gerade selber verarzten, sonst bin ich gleich vor dir tot. Und im gleichen Moment war Miro schon von meinem Radar weg. Ja. Also. Habt ihr noch seine Leiche? Ja, wisst ihr, ich wäre ja nicht gestorben, wenn ich nicht.